zur Montage des Kupplungskorbes. Um den Primärantrieb wieder zusammenzubauen, beginnen wir am besten mit dem Antriebsritzel der Kurbelwelle. Hierbei nehme ich diesen kleinen Keil, und das ist immer ein bisschen ein Gefriemel. Setze den hier wieder ein. Dann nehme ich das Zahnrad wieder, wie wir es weggenommen haben, mit der Schrift nach oben. Einfach gleich halt. Und setzen es auf. Hier wichtig, dass ihr sicherstellt, dass der Keil wirklich drin geblieben ist. Wenn ihr hier dreht und sich das hält, dann passt das. Dann als nächstes nehmen wir eine neue Sicherungsscheibe. Diese am besten kurz an einer Ecke ein bisschen hochheben. Dann haben wir es nachher ringer zum Sichern. Setze die Scheibe auf. Nehme die Mutter und setze die Mutter mal lose an. Anschließend kann ich den Kupplungskorb nehmen und diesen auf das Konuslager aufsetzen. Dann nehme ich die Sicherungsscheibe und setze auch diese ein. Und nun komme ich zu dieser Mutter. Achtung, Linksgewinde, also andersrum drehen. Setze das Ganze an. Hier ist essentiell bei dieser Mutter, dass die mit dem richtigen Drehmoment angezogen wird. Das sind 20 bis 22 Newtonmeter. Warum ist das essentiell? Wird der Kupplungskorb zu fest auf den Konus gezogen, kann der Konus minim nachgeben und die Vorgelegewelle, die Lagerung, kann danach klemmen in diesem Lager. Daher, Drehmomentschlüssel ist Pflicht, 22 Newtonmeter und dann kommt das gut. Ich setze hier wieder an mit dem Spezialwerkzeug. Und kann so die Mutter ganz schön und sauber anziehen. Nicht vergessen, die Scheibe zu sichern. Das geht ganz gut mit einem 5er oder 6er Schraubenzieher. So kann ich die umlitzen und die Mutter löst sich garantiert nicht mehr. Dann als nächstes haben wir den nächsten Keil für die Narbe. Ich setze den auch wieder ein. Anschließend die Narbe auf. Auf die Narbe rauf kommt die Wellscheibe und darauf die Mutter, bei der Mutter die spitzen Ecken nach oben. Lege nun das Blockierwerkzeug ein und ziehe auch da wieder mit Drehmoment an. Hier sind wir bei rund 35 Newtonmeter. Anschließend mache ich kurz einen Check, ob das alles sauber frei dreht. Ganz wichtig, das muss wirklich schön sich ring drehen lassen. Wenn es hier jetzt klemmen würde, kann es sein, dass sich der Keil rausgeschoben hat und klemmt oder dass sonst irgendwo etwas nicht stimmt. Als letztes noch die Mutter hier auf der Kurbelwelle. Hierzu sperren wir auf die Seite. Hier haben wir ein Drehmoment von 44 Newtonmeter. Voilà. Nun zu guter Letzt hier auch noch die Scheibe sichern. Das geht hier mit einer Wasserpumpenzange auch ganz gut, wenn man das ein bisschen vorsichtig macht. Somit wäre der Primärantrieb zusammengesetzt. Ich hoffe, ich konnte euch hier kurz zwei, drei Tipps dazu geben, die euch weiterhelfen. Falls ihr Fragen habt, schreibt es unten in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.